Seitdem ich mich näher mit dem Darknet befasse, habe ich das Gefühl, dass viele Leute denken, dass nur dort schreckliche Sachen passieren und man im Clearnet völlig sicher ist. Aber auch der öffentlich zugängliche Teil des Internets hat viele gruselige Ecken und genau darum soll es heute gehen. In diesem Video möchte ich mit euch über vier schreckliche Ereignisse sprechen, die ihr wahrscheinlich eher nicht im Clearnet, sondern im Darknet erwartet hättet. Aber ich möchte euch warnen, dieses Video wird richtig übel und es wird primär um das Thema Tod gehen. Wir starten ganz sanft, aber ab der zweiten Geschichte wird es dann heftig. Also, wenn euch sowas schnell zu viel wird, empfehle ich euch lieber ein anderes Video zu schauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Shiny Flakes ist für viele von euch vielleicht ein Begriff wegen der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ihr wisst bestimmt auch, dass diese Serie auf einer wahren Begebenheit beruht und genau darüber sprechen wir jetzt. Es geht um Maximilian Schmidt, der zwischen den Jahren 2013 und 2015 im großen Stil mit illegalen Substanzen aus seinem Kinderzimmer heraus gehandelt hat. Selbst bestellte Maximilian seine Ware zwar aus dem Darknet, aber sein eigener Marktplatz mit dem erstmal harmlos erscheinenden Namen Shiny Flakes befand sich im Clearnet. Dadurch war er natürlich leichter für Kunden zu finden und so sicherte sich Schmidt ziemlich schnell einen recht großen Abnehmerkreis. Über diesen relativ kurzen Zeitraum wurden auf Shiny Flakes über 600 Kilogramm Rauschmittel verkauft. Schmidts Taktik war, die Waren aus dem Darknet zu einem Treffpunkt nahe seines Zuhauses in Leipzig-Gohlis zu ordern, sich bei der Annahme dann lediglich als Kurier auszugeben, um unerkannt zu bleiben und die Rauschmittel anschließend zu verpacken. Das Verpacken geschah natürlich auch im Kinderzimmer seines Elternhauses. Verschickt wurden die Waren dann mit anonymisierten Versandadressen per Post. Schmidts Trumpf waren seine IT-Kenntnisse, denn obwohl sich dieser Shop im Clearnet befand, war die Rückverfolgung sehr schwer. Die Server befanden sich im Ausland. Dennoch kamen die Behörden dem jungen Dealer auf die Spur. Im Februar 2015 wurde das Haus der Schmidts gestürmt und Maximilian im Alter von 20 Jahren verhaftet. Die Polizei beschlagnahmte bei der Verhaftung unter anderem auch Datenträger, von denen einige entschlüsselt werden konnten. Auf diesen Datenträgern befanden sich auch Kundendaten. Außerdem wurden 341 Kilogramm Drogen und knapp 50.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Es kam vor Gericht zu einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht zu 7 Jahren Haft. Allerdings wurde Schmidt nach 4 Jahren und 7 Monaten wieder aus dieser Haft entlassen. Bereits im März 2021 wurden jedoch neue Ermittlungen gegen Schmidt eingeleitet, dem nun vorgeworfen wurde, einen neuen Drogenshop mit dem Namen Candy Love zu führen. Dieses Mal stand er jedoch nicht alleine vor Gericht. In der Anklageschrift ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass eine 5-köpfige Gruppe über den Online-Drogenshop Candy Love ca. 20 Kilogramm unterschiedliche Betäubungsmittel und verschiedene Tabletten in über 400 Postsendungen im Zeitraum von April 2019 bis Januar 2021 an Abnehmer verschickt haben soll. Schmidt wurde am 17. Mai 2023 erneut vom Leipziger Landgericht zu einer Haftstrafe verurteilt. Die vorgesehene Strafe sind dieses Mal 4 Jahre und 6 Monate. Ob das Urteil inzwischen rechtskräftig ist, kann ich euch aktuell leider nicht sagen. Mein letzter Stand ist, dass die Staatsanwaltschaft Revisionsmöglichkeiten prüfen möchte. Während man bei Shiny Flakes natürlich nicht genau sagen kann, wie viele Menschen sich durch den Erwerb und Konsum dieser Substanzen aktiv in Gefahr begeben haben, ist das Opfer in meinem zweiten Beispiel sehr klar zu benennen. Es ist ein warmer Junitag in Chicago, als sich der damals 28-jährige Antonio Perkins, der auch unter dem Pseudonym Cicero Yayo bekannt ist, dazu entscheidet, auf einer Gartenparty auf Facebook live zu gehen. Die Stimmung ist ausgelassen und es sind auch Kinder anwesend. Zumindest ist in einem Ausschnitt ein Kinderwagen und ein kleines Fahrrad oder Dreirad zu sehen. Während Antonio mit seinen Zuschauern spricht, ahnt er nicht, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Es sind die letzten Momente seines Lebens. Einer der Partygäste läuft oberkörperfrei vor Antonio entlang und die beiden scherzen, dass der junge Mann mal seine Muskeln zeigen soll. Er tut es und posiert für die Zuschauenden. Kurz darauf richtet Antonio die Kamera wieder auf sein Gesicht und man sieht, wie er am Bildschirm vorbeischaut, so als hätte er eine Vorahnung oder würde etwas beobachten. Als Antonio seinen Kopf in die andere Richtung dreht, ist es bereits zu spät. Ein Auto fährt vor. Hektisch will er sich ducken. Man hört nur ein panisches "Oh fuck", mehrere Schüsse und dann scheint das Handy ins Gras zu fallen. Antonio zieht sich mit letzter Kraft noch ein Stück über den Rasen. Der dreifache Familienvater wurde tödlich verletzt.
Inzwischen wurde das Bild des Streams schwarz, aber im Hintergrund sind immer noch die fassungslosen Schreie von Antonios Partygästen zu hören. Sie flehen, dass man Antonio helfen solle. Er blutet stark und jemand soll die Polizei rufen. Ich erzähle euch das so detailliert, damit ihr es euch nicht anschauen müsst. Ich bin unglaublich schockiert, dass diese Aufnahmen immer noch online sind und zwar nicht im Darknet. Das Technikportal Engadget übte in einem Artikel wenige Tage nach diesem Vorfall im Jahr 2016 Kritik an Facebooks Umgang mit den Szenen, denn Antonios letzter Stream war immer noch abrufbar. Es ist klar, dass es bei einem Livestream schwierig ist, sofort die Übertragung zu beenden, sobald die Richtlinien überschritten werden. Niemand rechnet ja schließlich damit, dass eine Gartenparty ein so schreckliches Ende findet. Der Kritikpunkt war vielmehr, dass Facebook sich aktiv dafür entschieden hat, den Clip online zu lassen und lediglich mit einer Content-Warnung zu versehen, die aussagt, dass es sich um sehr grafische Szenen handelt. Engadget schreibt in ihrem Artikel auch, wie es aussieht, ist es zweifelhaft, dass Facebook seine Meinung zum Livestreaming ändern wird. Jeder Live-Videodienst hat das Potenzial, etwas Schreckliches zu zeigen. Und da Facebook jeden Monat über 1,6 Milliarden aktive Nutzer hat, ist dieses Potenzial stärker als üblich. Wenn das Unternehmen Livestreaming überhaupt anbieten möchte, muss es akzeptieren, dass einige Videos wahrscheinlich tragisch sein werden. Und dass der Fall von Antonio Perkins kein trauriger Einzelfall ist, werde ich euch im weiteren Verlauf dieses Videos zeigen. Während im Internet unter anderem Artikel kursieren, die behaupten, Antonio sei ein Gangmitglied gewesen, haben seine Freunde und Verwandte Gegenteiliges ausgesagt. Der Familienvater habe bei einer Fastfood-Kette gearbeitet und sein Geld ehrlich verdient. Warum genau dann auf Antonios Haus gefeuert wurde, ob er zur falschen Zeit am falschen Ort war, das kann ich euch nicht sagen. Ob die Täter inzwischen gefasst wurden, kann ich euch leider auch nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass allein in Chicago an diesem Tag 11 weitere Personen durch Schusswaffen verletzt wurden. Aber es geht auch andersherum. In dem Fall, über den wir jetzt sprechen werden, ging nicht das Opfer online, sondern der Täter postete Videoaufnahmen vom Mord. Aber wieder befinden wir uns auf Facebook. Im Juli 2023 geht ein Anruf beim New County Sheriff's Office in Nevada ein. Eine schockierte Anruferin berichtet, dass sie gerade auf ein schreckliches Video gestoßen sei, in dem eine Frau angegriffen wurde. Die Frau wurde mit einem Messer niedergestochen. Während sie auf dem Küchenboden liegt und langsam mehr und mehr Blut verliert, steht der Täter über ihr und rezitiert unter anderem Bibelverse. Die Hinweise der Anruferin und das Sichten des Videomaterials bot den Polizisten schließlich genug Indizien, um den Täter identifizieren zu können. Es handelte sich um den damals 39-jährigen Mark Mechikow, der bereits zuvor straffällig geworden war. Die Frau, die man in dem Video sterben sieht, ist die damals 41-jährige Claribel Estrella. Claribel und Mechikow kannten sich zwar wohl laut Polizei vor der Tat, aber in welcher Beziehung sie zueinander standen, war den Polizisten damals nicht bekannt. Mechikow war bereits vor dem Mord straffällig geworden. Bereits 2019 kam es zu einem Gewaltausbruch gegenüber einer Frau, mit der er zusammen ein Restaurant besuchte. Mechikow warf seiner Begleitung ein Getränk ins Gesicht, woraufhin sie das Lokal verließ. Später trafen sich die beiden aber noch einmal in der Wohnung der Frau wieder. Dort schlug Mechikow ihr ins Gesicht und zog ein Messer, das er mitgebracht hatte, um sie damit mit dem Tod zu bedrohen. Er kam daraufhin erst einmal in Gewahrsam. Jahre später sollte er dann seine Drohung bei Claribel Estrella wahr werden lassen. Dafür kam es zu einem Gerichtsverfahren wegen Mordes ersten Grades, in dem außerdem 4 weitere Anklagepunkte diskutiert wurden. Verwendung einer tödlichen Waffe, Verursachung schwerer Körperverletzung, Begehung eines schweren Verbrechens und Begehung eines gewalttätigen Verbrechens mit einer vorherigen Verurteilung. Der Fall ist sehr aktuell und das Verfahren läuft aktuell noch. Mechikow plädiert auf nicht schuldig und sagt, dass das Geständnis, was in dem Video zu hören sein soll, mit einer künstlichen Intelligenz generiert wurde. Soweit ich das gelesen habe, hält das Gericht diese Aussage für unglaubwürdig. Der Fall, über den wir jetzt sprechen werden, ist viral gegangen und war so tragisch, dass der Suizid von Ronnie McNutt einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen hat. Bitte seid mir nicht böse, aber ich werde mich bei meiner Beschreibung jetzt stark an diesem Wikipedia-Eintrag orientieren. Ich möchte mir den in Frage stehenden Stream-Ausschnitt nämlich im Sinne meiner mentalen Gesundheit wirklich nicht angucken. Vorab möchte ich euch aber sagen, wenn jemand unter euch mit Suizidgedanken zu kämpfen hat, in meiner Videobeschreibung sind entsprechende Hilfestellen verlinkt. Bitte scheut euch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es euch nicht gut geht.
Ronnie McNutt lebte in New Albany, Mississippi und war Mitglied der United States Army Reserve, mit der er auch im Irak im Einsatz war. Beruflich war er in einem Toyota-Werk tätig. Er litt unter verschiedenen psychischen Erkrankungen, darunter Depressionen und posttraumatische Belastungsstörung, die er direkt auf seine Dienstzeit im Irakkrieg von 2007 bis 2008 zurückführte. Zusätzlich zu diesen Herausforderungen durchlebte er eine kürzliche Trennung von seiner Freundin. Am 31. August 2020 startete Ronnie McNutt, der damals 33 Jahre alt war, einen Livestream auf Facebook. Sein bester Freund Joshua Steen bemerkte die Übertragung. Zunächst fand er nichts Ungewöhnliches daran, da Ronnie McNutt in der Vergangenheit bereits öfter Livestreams gemacht hat. Aber Joshua wurde alarmiert, als er sah, dass Ronnie betrunken war und dazu noch ein Gewehr in den Händen hielt. Steen versuchte mehrmals einzugreifen, besonders als sein Freund das Gewehr unabsichtlich abfeuerte. Steens Hoffnung war, dass Facebook den Stream stoppen und die Videoübertragung beenden würde, um zu verhindern, dass Menschen in die Wohnung seines Freundes sehen konnten, während er die Polizei rief. Facebook weigerte sich jedoch, den Stream zu beenden, weil Ronnie ja bisher noch keinen Suizid begangen hatte und somit auch die Richtlinien nicht verletzt hat. Mehrere Zuschauende haben diesen Livestream aufgezeichnet, als sich Ronnie McNutt dann vor laufender Kamera das Leben nahm. Die Polizei von New Albany wurde noch während des Streams zum Ort des Geschehens gerufen, betrat jedoch McNutts Wohnung erst, nachdem sie den tödlichen Schuss gehört hatten. Ronnies Telefon klingelte noch, als die Beamten die Wohnung durchsuchten. Polizeichef Chris Robertson berichtete, dass seine Beamten das Gebiet abgesperrt und nahegelegene Bewohner evakuiert hatten, bevor sie versuchten, über einen Lautsprecher mit McNutt Kontakt aufzunehmen, was jedoch erfolglos blieb. Später wurde auf Facebook eine letzte Nachricht von Ronnie entdeckt, in der stand: Jemand in deinem Leben sollte hören, dass er dir wichtig ist, dass er geliebt wird, dass er eine Zukunft hat. Sei du derjenige, der es ihm sagt. 2 Tage nach seinem Suizid wurde Ronnie McNutt beerdigt, aber in der Zwischenzeit ging der Clip seines Todes viral. Das Video von Ronnies Suizid wurde heruntergeladen und auf Facebook, YouTube, TikTok und Instagram verbreitet. Ursprünglich weigerte sich Facebook, die Verbreitung des Videos zu stoppen, später wurde es dann doch entfernt. Ronnie McNutt hatte keinerlei Absicht, dass sein Suizidvideo viral verbreitet wird. Da es aber inzwischen so viele Kopien gab, erschien der Clip auf TikToks For You-Seite und traf einige der Nutzer völlig unvorbereitet. Trolle nutzten absichtlich den Schockeffekt, um andere Menschen zu verstören. Innerhalb der ersten Tage nach diesem Stream erreichte der Hashtag Ronnie McNutt auf TikTok über 15,6 Millionen Aufrufe. Obwohl die Plattformen versuchten, die Videos zu entfernen, tauchten immer wieder neue Uploads von separaten Konten auf und Links zu dem Video begannen auch in den True Crime Communities auf Reddit zu erscheinen. TikTok entwickelte Algorithmen, um das Video zu erkennen, aber die Uploadenden umgingen diese Erkennung, indem sie das Video nach harmlosen, nicht zusammenhängenden Bildern platzierten. Und ganz ehrlich, das ist der Punkt, an dem ich nur noch Verachtung fühle. Mich macht es wütend, wie hier mit dem Schicksal eines Menschen umgegangen wird. Es ist ja nicht nur Ronnie McNutt, den das betrifft, sondern auch noch seine trauernden Angehörigen, die nicht nur mit dem Wissen leben müssen, dass ein geliebter Mensch nicht mehr leben wollte, sondern auch noch damit umgehen müssen, dass der Tod dieses Menschen jetzt als Jumpscare durchs Internet flimmert. Mich ekelt es an, wie viel Energie Menschen da rein investieren können, einen Algorithmus auszutricksen, um so eine Szene weiter im Internet zu verbreiten. Und mir tun die Leute leid, die, ohne es vorher zu wissen, mit diesen Inhalten konfrontiert wurden und diese Bilder vielleicht nie wieder loswerden. So ziemlich alles daran ist falsch. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, über Ronnie McNutt zu sprechen. Einerseits möchte ich meiner Wut gegenüber diesem Trend Ausdruck verleihen und anmerken, dass Facebook eine nicht unwesentliche Schuld daran trägt, dass es so eskalieren konnte. Und andererseits hatte Ronnie eine sehr wichtige Botschaft, die leider durch diese Internet-Trolle sehr hintergründig wurde. Leute, passt aufeinander auf. Sagt euren Lieben, dass ihr sie gern habt und dass ihr stolz auf sie seid. Ihr wisst nie, wer das vielleicht gerade ganz besonders doll hören muss, weil er oder sie mit seinem Leben und sich selbst nicht ganz im Reinen ist. Seid einfach nett zueinander. Macht auch mal ein Kompliment. Und vor allem, bitte hört euren Mitmenschen zu und seid füreinander da. Das sollte das eigentliche Vermächtnis von Ronnie McNutt sein. Ich wollte eigentlich 5 Ereignisse in dieses Video packen, aber ganz ehrlich, das war genug Leid für ein Video. Also, was bleibt mir am Schluss noch zu sagen? Bitte passt auf euch auf, wenn ihr im Internet unterwegs seid. Auch abseits von Gore und anderen Gruselseiten bietet der öffentlich zugängliche Teil des Internets viel Potenzial für Traumata. Und bitte, bitte, bitte,
Sucht nicht nach den Clips, über die wir heute gesprochen haben. Es lohnt sich nicht. Wenn euch dieses Videoformat generell interessiert, dann lasst mich das gerne durch Likes, Abos und Kommentare wissen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir zu diesem Thema noch sehr viel mehr zu reden hätten. Ich bin mir aber auch sicher, dass das ein relativ seltenes Format wird, denn ich pack das nicht so oft. Dann bleibt mir nur noch, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann wünsche ich euch wie immer einen wundervollen Tag, Abend oder was auch immer. Adieu.